Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen erkältet, weil ich mir in Berlin eine Sommergrippe geholt habe, obwohl es dort gar keinen Sommer gibt. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung zu eurem Landesparteitag und freue mich, dass ich zu euch sprechen darf. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie lange ein Grußwort geht, es ist auf dem Zeitplan keine Zeit eingeräumt, aber ich lege einfach mal los. 20 Minuten, okay. Ich habe jetzt gedacht, der Vorsitzende hat keine Zeitbeschränkung. Ja, es ist jetzt wenn man Berlin zum Osten zählt, das weiß ich aber nicht, ob das korrekt ist, ist das jetzt mein zweiter Parteitag im Osten. Und ich muss mich als Baden-Württemberger erst noch daran gewöhnen, vor Landesparteitagen und vor Landesparteien zu reden, die stärker sind wie die SPD. Das sind wir in Baden-Württemberg nicht gewöhnt. Kompliment, Kompliment. Bitte? Aber ja, wir können ja noch dahin kommen. Ich freue mich, dass ich 7 Wochen nach dem Göttinger Parteitag sagen kann, die Linke hat sich nicht zerlegt. Manche haben sich da schon zu früh gefreut. Wir sind wieder da, wir machen zusammen Politik und jeden Tag wird in diesem Land deutlicher, wie wichtig eine Linke ist, die wahrnehmbar und wirkungsvoll Politik machen kann, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben wieder eine gewisse Aufbruchstimmung, die Partei ist wieder da. Wir führen keine öffentlichen Personaldiskussionen, sondern dort, wo sie hingehören, nämlich in die eigenen Reihen. Und ich finde, so soll es auch weiter sein, dann sind wir auch wieder wahrnehmbar. Ich habe immer gesagt, und es bestätigt sich auch in den 7 Wochen Arbeit, die Linke ist eine linkspluralistische Partei. Wir haben verschiedene Strömungen, aber wir haben ein Grundsatzprogramm verabschiedet, das 95% Zustimmung erfahren hat. 80% haben wir Gemeinsamkeiten und 20% haben wir Unterschiede. Und die Linke hat manchmal die leidvolle Erfahrung, dass sie lieber die 20% Unterschiede bis zum Erbrechen diskutiert, als mit den 80% Gemeinsamkeiten Politik zu machen. Wir wollen mit den 80% Gemeinsamkeiten Politik machen. Wir wollen aber auch nicht über die 20% Unterschiede den Zuckerguss legen und das verschweigen, sondern wir wollen diese 20% Unterschiede nutzen, in respektvoller Art und Weise über unsere Inhalte zu diskutieren. Und Unterschiede bringen uns weiter, wenn wir uns vom Schubladendenken lösen, wenn wir dem anderen zuhören, wenn wir einen offenen und konstruktiven Meinungsstreit führen. Eine Partei, in der sich alle einig sind und immer das nachbeten, was vorne gesagt wird, ist langweilig und darin wollen wir auch gar nicht sein. Es gibt Gegensätze, die ich nicht verstehe. Da wird einerseits diskutiert, hier Kommunalpolitik im Osten, es gibt aber auch Kommunalpolitik im Westen. Und dort Beteiligung an sozialen Bewegungen, Blockupy und so weiter. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist doch kein Gegensatz. Eine gut aufgestellte Partei braucht beides. Sie braucht eine gute kommunalpolitische Verankerung, damit sie in die Gesellschaft reinwirken kann. Und sie muss sich an gesellschaftlichen und Bewegungen und Auseinandersetzungen offensiv und wahrnehmbar beteiligen. Das sind zwei Praxisfelder der gleichen Politik. Und die müssen wir gegenseitig respektieren und gegenseitig vorantreiben. Und völlig klar ist, unsere Mitglieder und unsere Wähler und Wählerinnen erwarten, dass wir ihre politischen Interessen vertreten, dass wir die Lebensverhältnisse der Menschen verbessern wollen, glaubwürdig und wahrnehmbar für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit und der Demokratie stehen. Und das müssen wir tun, dann werden wir auch erfolgreich sein. Wir haben ein 120-Tage-Programm vorgelegt, das sich sowohl nach innen als auch nach außen richtet. Wir haben gesagt, wir wollen die Kommunikation in der Partei verbessern, wir wollen zuhören,
Wir haben ganz schnell einen Mitgliederblock eingerichtet und ich freue mich sehr, dass der offensiv von den Mitgliedern genutzt wird. Und wir werden dem Bundesvorstand bei der nächsten Sitzung eine erste Auswertung vorlegen, weil es reicht da nicht, dort zu diskutieren, sondern wir müssen auch das Diskutierte aufnehmen. Und ich freue mich, dass sich die Mitglieder beteiligen, weil ich bin mir sicher, die Zukunft einer Partei entscheidet sich am wenigsten in der Führung. Sie entscheidet sich, ob die Mitglieder motiviert sind, hinter den Zielen der Partei stehen, sie in der Gesellschaft vertreten. Wir brauchen motivierte und engagierte Mitglieder und ich freue mich, dass wir die auch haben. Wir werden Massentelefonkonferenzen einrichten, wobei ich mal gespannt bin, was das genau ist, aber das wird sicher, es wird sicher spannend werden. Es wird die erste am 12. September stattfinden. Wir werden viel auf Basiskonferenzen gehen, zuhören, was uns die Mitglieder zu sagen haben. Ich werde nächsten Dienstag mit der Rundreise, insbesondere durch die Ostländer, beginnen und ich bin auch gespannt, was ich dort alles erfahre und freue mich auch sehr darauf. Und wir haben auch eine erste interessante Debatte gehabt mit den Ostlandesvorsitzenden, auch jetzt mit allen Landesvorsitzenden. Und dort wurde durchaus berichtet, dass sich die Stimmung in der Partei erheblich verbessert hat. Auf diesem Weg wollen wir nicht nur 7 Wochen weitermachen, sondern das soll unsere ganze Amtszeit begleiten, weil wir überzeugt sind, nur eine basisorientierte Partei mit großer Mitgliederbeteiligung und mit großer demokratischer Aufnahme wird für die Zukunft Erfolg haben. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben aber auch viele inhaltliche Themen. Und wir haben in unserem 120-Tage-Programm 3 genannt. Es wurde positiv aufgenommen, dass es nur 3 Themen sind. Obwohl natürlich in verschiedenen Diskussionen immer gesagt wurde, also toll, dass ihr euch so beschränkt, aber es fehlt doch noch das Thema und das Thema und das Thema. Und wir haben dann immer gesagt, okay, das eine geht nicht ohne das andere. Wir müssen uns auf Schwerpunkte konzentrieren, damit wir wieder handlungsfähig wahrgenommen werden. Und was natürlich derzeit rauf und runter diskutiert wird, die Bevölkerung beschäftigt, ist die sogenannte Euro-Krise. Richtig. Und da kann man sagen, spielt unsere Partei gerade eine hervorragende Rolle. Ich bin stolz darauf, dass die Linke, die Fraktion der Linken im Bundestag, den Fiskalpakt, ESM und auch jetzt die Bankenhilfsmittel für die spanischen Banken abgelehnt hat. Damit sind wir wahrnehmbar, die Partei. Wir müssen nicht stolz darauf sein, dass wir die Einzige sind. Es gibt zumindest bei den anderen Abweichler. Sollte man bestärken. Aber wir sind die Partei, die zu dieser Europapolitik, die Millionen von Menschen in die Armut treibt, die dafür sorgt, dass die griechische Verkäuferin, der griechische Lehrer unter das Existenzminimum geraten, die dafür sorgt, dass es eine Jugendarbeitslosigkeit in Europa von über 50% gibt. Ich bin stolz darauf, dass wir einer solchen unsozialen Politik in Europa eine klare Absage erteilen. Und die Linke lehnt aber nicht nur diese Politik ab, sondern sie formuliert auch Alternativen. Und liebe Genossinnen und Genossen, eine der wichtigsten Alternativen ist, dass wir sagen, für die Euro-Krise sind nicht die Arbeiter, die Rentner und Rentnerinnen, die Erwerbslosen, die Jugendlichen verantwortlich. Für die Krise in Europa sind ganz andere verantwortlich, nämlich die auf dem Rücken der Menschen unverantwortlich spekuliert und gezockt haben und die jetzt dafür sorgen sollen, dass Millionen von Menschen diese Suppe auslöffeln. Wir sagen auch, profitiert von dieser Krise haben auch nicht die Millionen von Menschen, die in Europa leben. Profitiert haben ganz andere. Und wir sagen ganz bewusst, die, die von der Krise profitiert haben, die Milliarden verdient haben, die Milliarden an staatlichen Geldern einkassiert haben, die sollen auch für die Krisenkosten bezahlen.
Und wir sind die Partei, die sagt, Reiche und Vermögende müssen dringend zur Kasse gebeten werden. Wir haben in Europa eine stärkere Zunahme der hohen Vermögen von Millionären und Milliardären. Die müssen ihren Beitrag zur Kosten für diese Krise leisten, und zwar dringend leisten. Deshalb Millionärsteuer jetzt. Und ich freue mich im Übrigen, dass da andere auch inzwischen Vorschläge machen. Wir unterstützen ein Bündnis, das heißt Umverteilen mit AI, Verteilen, von Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, die in den Mittelpunkt gestellt haben, und das ist, glaube ich, einmalig in der Geschichte der Wohlfahrtsverbände, dass Reiche und Vermögende eine Vermögensteuer bezahlen müssen, und die sagen, wir brauchen eine Vermögensabgabe hoher Vermögen in Europa, um die Krisenlasten zu bezahlen. Das können wir als Linke nur unterstützen. Es hat das Deutsche Institut für Wirtschaft einen Vorschlag für eine Vermögensabgabe gemacht. Selbst der Bundestagspräsident Lammert hat jetzt gesagt, dass es nicht mehr zumutbar ist, wie die hohen Vermögen praktisch nicht verdient werden, sondern kassiert werden, und dass diese Leute kaum noch Steuern, insbesondere in Deutschland, bezahlen müssen. Dass das anders geht, sehen wir gerade in Frankreich. Übrigens eine ganz nette Glosse, der Fußballstar Ibrahimovic wechselt ja bekanntlich vom AC Mailand, also von Berlusconi, zu einem arabischen Scheich nach Paris-Chamonix, bekommt er dafür 13 Millionen, aber Überschrift in irgendeiner Zeitung, er soll dafür dann 75% Steuern bezahlen, alles was über 1 Million geht. Er geht trotzdem nach Frankreich, also es wandern nicht alle Fußballmillionäre deswegen aus. Und ich finde, das ist der richtige Weg. Für die 13 Millionen soll er 10 Millionen Steuer zahlen, dann hat er immer noch genug. Und für die 10 Millionen soll man lieber Kindergärten, Schulen und andere Einrichtungen finanzieren, als dass diese Leute im Wohlstand hausen. Das werden wir von der Merkel niemals erwarten können. Weil dann dürfte sie ja nicht mehr in die Umkleidekabinen der deutschen Fußballnationalmannschaft gehen. Und ich glaube, die Linke muss in der Eurokrise insbesondere die Kampagne machen für die Millionärsteuer und für eine Vermögensabgabe. Und es kommt, glaube diese Woche, Matthias, oder nächste Woche, ein Plakat von uns raus mit entsprechenden Flyern und Materialien. Da steht drauf, Reichtum ist teilbar. Vermögensteuer jetzt. Und mit diesem Plakat und mit dem Material dazu wollen wir die nächsten Wochen und Monate auf den Straßen und Plätzen in ganz Deutschland präsent sein, weil ich glaube, es ist die richtige Antwort oder eine richtige Antwort auf die Krise. Aber nicht die einzige. Wir sagen auch, es ist völliger Unsinn, dass die Europäische Zentralbank den Banken zu 1% und inzwischen zwar über 1 Billion Euro zur Verfügung stellt und diese Banken dann an die Schuldnerländer das Geld weiterverleiht um 7%. Und jeder weiß, wenn ich 7% Zinsen als Staat zahlen muss, heißt das Verarmung des Staates und Verarmung der Wirtschaft, weil das kann niemals durch Wirtschaftswachstum hinterlegt werden. Also warum, um Gottes Willen, zahlen wir aus öffentlichen Geldern die Profite an die Banken, anstatt das Geld über eine öffentliche europäische Bank den Schuldnerländern direkt zu geben, und zwar für 1%, sodass sie es auch wieder zurückzahlen können. Und nicht, um sie mit 7% bankrott zu machen. Ich freue mich, dass die Europäische Linke hier ein Volksbegehren machen will in ganz Europa zur Gründung einer öffentlichen europäischen Bank, obwohl ich mir vorstelle, dass es gar nicht so einfach vermittelbar ist an den Infoständen. Vielleicht können wir es mit der Millionärsteuer verbinden, dann wird es etwas einfacher. Und wir sagen drittens, liebe Genossinnen und Genossen, die eigentliche Hauptursache des Problems ist schon seit 2008 nie angegangen worden. 2008 hatten wir die größte Finanzkrise. Merkel, Steinbrück und andere sind am Abgrund gestanden und haben gesagt, wir müssen dafür sorgen,
dass sowas nie wieder passiert. Was ist seither passiert? Gar nichts. Keine Steueroase geschlossen, keine Schattenbank ans Licht geholt, kein Hedgefonds verboten. Nein, die Banken und die Investmentgesellschaften können gerade so weitermachen, als wäre nichts geschehen. Und da sagt die Linke, wir müssen dringend die Banken und die Investmentgesellschaften öffentlich kontrollieren. Der Finanzsektor muss wieder reguliert werden. Die Banken müssen verkleinert und vergesellschaftet werden, liebe Genossinnen und Genossen. Ich fand interessant, als wir heute Morgen mit dem Auto hergefahren waren, hat Gabriel, SPD-Vorsitzender, eine Erklärung zu den Banken abgegeben. Das ist ja wohl doch zu den Banken. Ja, ja. Er hat gesagt, er greift die Banken heftig an. Und stimmt zu. Sie würden den Staat erpressen, ja. Sie würden Steuer hinterziehen, sie wären zum Teil kriminell und sie müssten dringend kleinschrumpfen. Und sie werden dieses Thema zu einem Hauptthema im Bundestagswahlkampf machen. Richtig. Sie probieren alles, unsere Themen zu besetzen. Aber die Erinnerung von ihm selber und vielleicht auch von vielen Teilen in der Bevölkerung scheint dann immer ein bisschen kurz zu sein. Wer hat denn die ganze Deregulierung vorangetrieben? Ich erinnere mich noch, als Ende der 90er Jahre die Liberalisierung der Finanzmärkte beschlossen wurde. Da gab es in Davos ein Spitzentreffen, Spitzenpolitiker, Spitzenmanager und so weiter. Da hat der damalige Bundesbankpräsident Tietmeyer gesagt, meine Damen und Herren, Damen waren aber, glaube ich, nicht viel da, ab heute unterstehen Sie dem Diktat der Finanzmärkte. Und dann haben alle, die da saßen, die ganzen Politiker, geklatscht wie die Verrückten, dass sie jetzt nichts mehr zu sagen hatten. Und dabei war im Übrigen auch der Herr Schröder und der Herr Eichel und sie haben dann die Deregulierung vorangetrieben. Es wäre zu wünschen, dass die SPD einmal sagt, da haben wir einen Fehler gemacht, den müssen wir wieder gut machen, wir schließen uns den Positionen der Linken an und machen gemeinsam eine Regulierung des Finanzsektors. Das würde ich mir wirklich wünschen. Und dabei vielleicht noch ein kleine Nebenbemerkung, jetzt kommt es ja auch raus, auch das kritisieren alle, aber sie tun nichts, dass die Banken bei den kleinen Girokontobesitzern bis zu 18% Zinsen verlangen, während sie sich gerade um 1% oder unter 1% refinanzieren können. Auch das hat die Linke im Übrigen schon vor einem Jahr gesagt, dass wir aber hier nicht auf die Freiwilligkeit der Banken setzen, sondern dass wir hier klare Regeln brauchen, dass niemand mehr wie 3-5% Zinsunterschied verlangen darf für Giro-Überziehungskredite. Und ich glaube, damit würden wir vielen Menschen, Millionen Menschen in der Bundesrepublik wirklich helfen, weil es eine Unverschämtheit ist, dass sie 12-18% Überziehungszinsen bezahlen müssen, obwohl das kaum Arbeit für die Banken macht. Liebe Genossinnen und Genossen, ein letzter Punkt in Europa scheint mir auch noch mal besonders wichtig zu sein. Wir müssen für einen solidarischen Ausgleich der Wirtschaften sorgen. Und da hat Deutschland eine besondere Rolle, weil unser Land ist sehr exportaggressiv, arbeitet darauf, dass gestützt auf billige Löhne und geringe Lohnstückkosten die anderen Länder niederkonkurriert werden. Wir erobern praktisch die Märkte der anderen und machen unsere Binnenmärkte immer kleiner. In einem einheitlichen Währungssystem kann das niemals funktionieren, weil das eine direkte Konfrontation, direkter Konkurrenzkampf der Löhne und der Sozialsysteme ist. Und tatsächlich werden ja auch die Beschäftigten, die Menschen in ganz Europa gegeneinander ausgespielt in dieser Frage. Und Deutschland hat dort einen großen Anteil. Wir können kein Wirtschaftssystem unterstützen, das praktisch die Nachbarn arm macht und dann auch noch erwarten, dass die Kredite zurückzahlen müssen. Wenn ich meinem Nachbar Geld leihe, dann muss ich ein großes Interesse daran haben, dass es dem gut geht. Weil es ihm schlecht geht, kann er den Kredit an mich niemals zurückzahlen. Und damit es den anderen gut geht, müssen bei uns dringend die Löhne steigen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir können nicht mit niedrigen Löhnen die anderen Länder in den Ruin treiben, weil
Die Überschüsse der einen sind die Defizite der anderen und niemand kann dauerhaft nur mit Defiziten leben. Deswegen brauchen wir ganz dringend in Deutschland eine andere Lohnpolitik und wir brauchen dringend höhere Einkommen, dann wird es auch mit Europa wieder besser gehen. Und da bin ich beim nächsten Thema unseres 120-Tage-Programms. Es wird immer gesagt von Angela Merkel und anderen, wir in Deutschland sind so gut durch die Krise gekommen. Aber liebe Genossinnen und Genossen, für Millionen von Menschen gilt das nicht. Millionen von Menschen sind bei uns nicht gut durch die Krise gekommen, sondern es geht ihnen heute schlechter wie vor 3 oder 4 Jahren. Wir haben 8 Millionen Menschen, 8 Millionen im Niedriglohnsektor. 7 Millionen Menschen verdienen unter 7,50 Euro. Über 1,5 Millionen Menschen verdienen unter 5 Euro die Stunde. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wer kann in dieser Gesellschaft mit so einem Stundenlohn vernünftig leben? Das ist doch arm durch Arbeit. Das dürfen wir niemals akzeptieren. Wir haben aber nicht nur die Niedriglöhne, sondern das wird verknüpft und verwoben mit einer krebsartigen Ausdehnung der prekären Beschäftigung in allen Formen. Leiharbeit. Die einzige Beschäftigungszahlen, die explodiert sind, ist die Leiharbeit. Und ich bleibe dabei, Leiharbeit ist moderne Sklaverei und die Sklaverei ist bei uns längst abgeschafft. Deswegen wird es auch höchste Zeit, dass wir dieses Übel der Leiharbeit nicht mehr akzeptieren. Und es muss ab dem ersten Tag, müssen Leiharbeiter gleich bezahlt sein wie ihre Kolleginnen und Kollegen, weil sie drücken auch im Übrigen die Löhne mit. Wir haben inzwischen eine rapide Zunahme der Werkverträge. Wir haben Millionen Menschen, die unfreiwillig Teilzeit arbeiten. Ich war lange Gewerkschaftssekretär. Wir haben bei H&M junge Kolleginnen und Kollegen, die werden mit 10 Stunden angestellt. Beim Edelkaufhaus Bräuninger haben wir Arbeitsverträge entdeckt zwischen 2 und 40 Stunden. Garantieren der Verkäuferin gerade mal eine Mindeststundenzahl von 2 Stunden, sie muss aber 40 Stunden bereitstehen, kann nicht mal einen Nebenjob annehmen. Liebe Genossinnen und Genossen, solche Arbeitsverträge sind kriminell und dürfen nicht akzeptiert werden. Wir haben das Übel der Befristung. Millionen von Menschen sind in befristeten Arbeitsverhältnissen. Wenn ich zu Versammlungen mit jungen Leuten komme, und sag, als ich ins Berufsleben eingetreten bin, Anfang der 70er Jahre, gab es keine befristeten Arbeitsverträge. Es war völlig üblich, 3 Monate Probezeit, dann hat der Arbeitgeber gewusst, ob du zu ihm passt oder nicht, und dann bist du unbefristet beschäftigt worden. Dann gucken die mich mit großen Augen an, weil sie gar nichts anderes mehr kennen, als dass sie von vorne weg befristete Arbeitsverträge bekommen, sich unterordnen müssen, im Prinzip rechtlos sind, darauf hoffen müssen, sich anpassen müssen, um einen unbefristeten Vertrag zu kriegen. Oft kriegen sie dann gar nicht, sondern jemand anders wird dann wieder befristet eingestellt. Das ist Rechtlosigkeit. Und deswegen müssen wir auch dieses Übel der Befristungen angehen. Es kann nicht sein, dass junge Leute gerade in der Phase, wo sie eine Familie gründen wollen, eine eigene Existenz aufbauen wollen oder auch andere Leute praktisch ihre Zukunft gar nicht planen können, nicht wissen, was in einem halben Jahr ist. Für ein menschenwürdiges Leben und für menschenwürdigen Arbeiten gehört das Prinzip dazu, dass ich meine Zukunft planen können muss, dass ich wissen muss, dass meine Existenz in einem halben Jahr noch gesichert ist. Und auch dafür steht die Linke mit ihrer Politik. Wir wollen dieses Übel der Befristungen und der Rechtlosigkeit abschaffen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich glaube, das wird ein Thema sein, das uns bis zu den Bundestagswahlen begleiten wird. Und ein drittes Thema, das wir in dem 120-Tage-Programm genannt haben, ist die Rückeroberung des Öffentlichen. Und ich sage euch, das Öffentliche ist im Prinzip die andere Seite der Sozialsysteme. Die Menschen, die wenig Geld haben, sind darauf angewiesen, dass es eine gute öffentliche Daseinsvorsorge gibt. Dass es
Schulen gibt, dass es Kindertageseinrichtungen gibt, dass es ein gutes, wohnortnahes Gesundheitssystem ist, dass es einen öffentlichen Personennahverkehr gibt, dass es öffentliche Einrichtungen, Sportanlagen, Parks gibt und umso mehr diese öffentliche Daseinsvorsorge ausgebaut ist, umso besser ist die Lebensqualität der Menschen. Und das müssen wir immer deutlich machen, was hier die öffentliche Hand macht, nämlich die Daseinsvorsorge, ist nichts anderes als Sozialpolitik. Und deswegen steht die Linke für eine gut ausgebaute öffentliche Daseinsvorsorge unter demokratischer öffentlicher Kontrolle. Dafür werden wir kämpfen. Privatisierungen lehnen wir grundsätzlich ab. Und ich will, Matthias hat es gesagt, das ist eine Frage, wo auch die Eigentumsfrage mit der Demokratiefrage und mit der sozialen Frage verknüpft wird. Und ich will das an zwei Beispielen deutlich machen. Gerade wurde es gesagt mit Fair Wohnen. Ich finde es übrigens unfassbar, was der Bundesfinanzminister macht. Für diese Übernahme der Wohnungen haben sich einige Heuschrecken beworben. Ich kenne die, zum Beispiel die Patrizia in Stuttgart, wurden 24.000 öffentliche Wohnungen an die Patrizia verkauft vor kurzem von der öffentlichen Landesbank und ohne Mietgarantien, ohne alles, obwohl die Stadt eine eigene gemeinnützige Gesellschaft gegründet hat mit anderen, um diese Wohnungen zu übernehmen, es wurde trotzdem an diese Heuschrecke gegeben. Und das scheint Politik zu sein. Scheint Politik zu sein, dass wir Wohnungen nicht in Genossenschaften geben, schon gar nicht bei den Linken, sondern dass man sie lieber einer Heuschrecke gibt, die dann die Mieten erhöht, viele Mieter aus den Wohnungen vertreibt und fragwürdige Modernisierungen macht und in kurzer Zeit viel Profit rausnimmt. Und ich sage mal nochmal deutlich, Wohnen ist für mich Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das darf keine Ware sein und die Menschen dürfen wegen dem Wohnen nicht verarmen, liebe Genossinnen und Genossen. Deswegen wird Wohnen auch für uns ein wichtiges Thema sein, weil heute wird doch durch das Wohnen der Lohn praktisch der Niedriglohnverdiener und auch der Normalverdiener entwertet. Früher hieß es mal maximal 30% eines Lohnes fürs Wohnen. Heute zahlt doch eine Verkäuferin in dem Ballungsraum 50% oder 60% ihres Lohnes fürs Wohnen. Und sie muss froh sein, wenn sie überhaupt eine Wohnung bekommt. Ich war jetzt schon lange nicht mehr auf dem Mietermarkt. Aber jetzt muss ich mir ja in Berlin auch eine Wohnung suchen. Da musst du deine Gehaltsbescheinigung abgeben, da musst du eine Schufa-Auskunft abgeben, ja? Da musst du eine Bestätigung abgeben, dass du nicht in Mietrückständen bist und was der Teufel alles. Also du musst dich auch bei der Wohnungssuche schon ganz schön ausziehen und völlig klar, da kommt einer, der 3.000 Euro verdient und der andere 1.000 Euro, wem gibt der Vermieter die Wohnung? Also für die Leute, die ohnehin zu kämpfen haben um ihre Existenz, die müssen jetzt auch noch auf dem Wohnungsmarkt diese Tortur mitmachen. Also ich finde es einen unmöglichen Zustand. Eine reiche Gesellschaft muss dafür sorgen, dass Wohnung keine Ware ist. Jeder Mensch muss wohnen. Das ist ein Menschenrecht und die öffentliche Hand hat die Aufgabe, dafür zu sorgen. Ein zweites Thema ist der sozialökologische Umbau. Wir erleben gerade überall Energiewende. Merkel hat sich das sogar zu eigen gemacht, zur Chefsache. Und ich glaube, die Linke ist gut beraten, das in vierfacher Hinsicht zu besetzen. Erstens mit der Frage des Öffentlichen. Wir wollen die Energiewende mit öffentlichen Stadtwerken vollziehen. Wir wollen die Stromnetze zurückkaufen, in öffentliche Hand tun, unter öffentliche Kontrolle. Und wir wollen Demokratie. Nur wenn es öffentlich ist, kann es auch demokratisch kontrolliert werden. Und drittens, wir wollen natürlich einen ökologischen Umbau wegen der Umwelt. Und viertens, wir wollen aber auch nicht, dass die Menschen verarmen, weil sie die Strompreise nicht mehr bezahlen können. Deswegen verbindet die Linke die Ökologiepolitik mit der Sozialpolitik. Und wir sagen, wir brauchen dringend auf diesem Gebiet Sozialtarife, damit die Menschen nicht verarmen, wenn sie ihre Stromrechnung bekommen. Und damit ihnen nicht der Strom abgeschaltet wird, was ja sowieso menschenunwürdig ist. Aber Hunderttausende von Menschen verspüren müssen. Also wir sind gut beraten, auch die ökologischen, die öffentlichen Fragen mit den sozialen Fragen zu verbinden.
Ich glaube, mit diesem Programm sind wir gut aufgestellt, jetzt handlungsfähig zu sein. Und es wird in der Öffentlichkeit wieder wahrgenommen, dass die Linke wieder mit ihren Themen da ist und dass wir andocken an die Lebensverhältnisse der Menschen und die Themen aufgreifen, die auch gerade akut sind, wo es gesellschaftliche Auseinandersetzungen gibt. Und ich bin überzeugt, die Linke wird Erfolg haben, wenn sie tatsächlich in die politische Arena geht, die politische Auseinandersetzung sucht und glaubwürdige Politik macht. Wir können deutlich machen an vielen Fragen, dass wir das schon jahrelang sagen. Wir werden nicht Erfolg haben, wenn wir unsere Forderungen immer noch mal um 20% hochschrauben. Aber wir müssen mit unseren Erklärungen, mit unseren Analysen und mit unseren Positionen langfristig glaubhaft sein in der Bevölkerung. Wenn wir das aufbauen, wenn wir den Alltag der Leute erreichen, wenn wir uns mit unseren politischen Positionen in der Gesellschaft verankern, werden wir auf die Erfolgsspur zurückkommen und wir sind auf einem guten Weg dahin. Unsere Umfragen haben sich wieder stabilisiert. Wir haben gute Chancen, wieder vorwärts zu kommen, weil dieses Land braucht dringend eine Linke, weil nur die Linke für soziale und demokratische Politik garantiert. Und diesen Anspruch müssen wir jeden Tag einlösen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus